dir in ein schönes Hotel bringen. Nicht in 5 Sternen? Nein. Ich hab doch gar nichts getan. Lasst mich frei. Lasst mich raus. Ich will nicht. Wir lassen dich nicht raus. Was soll das? Man hat mich entführt. Lass doch drauf, du. Du bist unser Gefangener. Jetzt bringen wir dich in ein schönes, schönes, warmes Hotel. 5 Stern? Ja, 5 Stern, aber ohne Essen. Ich will aber essen, ich muss essen. Nein, nein. Du musst gar nichts. Wer sagt das? Es gibt Menschenrechte. Hier gibt es keine Menschenrechte. Wir sind hier in einer Privatorganisation gegen Sektenproblematik. Da gibt es keine Rechte. Welche Insekten braucht ihr? Aber wenn man noch eine denkt, gegen einen Körper, gegen einen Exitivkörper. Exitiv? Wer soll das sein, bitte? Ja, ja, dir wird das Lachen noch vergehen. Frau Kollegin? Ja? Wir haben Ihnen einen Gefangenen mitgebracht. Ja, dann bringen Sie ihn her. Kollege, bitte. Geh mal schneller. Was? Hat schon mal die Pinsel und was nicht braucht. Das macht nichts. Fühlen Sie sich wohl in unserer Zelle? In unserem Hotel? Frau Kollegin, können Sie ihm die Handschellen abnehmen, bitte? Ja. Herr Kollege, können Sie bitte ein wenig zur Seite gehen, dass die Kollegin mehr Platz hat? Soll ich Ihnen helfen, Herr Kollege? Das ist aber echt deppert, du. Wir müssen das anders tun, müssen wir sie verkehrt aufsetzen. Herr Kollege, ich würde sagen, wir gehen jetzt Mittagessen. Ja, die Frau Kollegin soll sich mit ihm vergnügen. Okay. Setzen Sie sich gefälligst dahin! Ich will nicht, ich will da raus! Sie gehört es mir! Was? Ich habe gar nicht gewusst, dass ich ein Geschenk bin! Okay, Herr Kollege, dann gehen wir. Ja? Unsere Kollegin wird sich sicherlich sehr amüsieren. Ich bin keine Komödie. Was meint sie? Steh da mal. Ich will aber da raus. Nein, Sie dürfen nicht raus. Setzen Sie ihn jetzt schnell hin. Und seien Sie still. Wieso? Ich kann so laut sein, wie ich will. Nein. Nein. Herein. Ach so, gibt er noch immer keine Ruhe? Nein! Jetzt werden wir sie verhören! Ich fürchte, wir müssen unseren Polizeiarzt holen, denn er gehört ein bisschen sediert. Er ist uns zu aufmüpfig. Ja, ja. Sie wollen sich eine Spritze geben lassen? Nein, Ihnen! Mir? Nee! Ihnen wird das Lachen noch vergehen! Lassen Sie mich raus hier! Es gibt Menschenrechte! Ja, und wir haben die Menschen. Lasst mich raus hier! Ja, ja, du kommst schon raus! Auf einer Bahre. Schon verhören! Ihr Hunde! Er kommt schon raus! Auf einer Bahre fürs Waterboarding. Ja, ja. Hören Sie auf den Kollegen, was er sagt. Was? Sie wollen mir Gold schenken? Ihnen wird das Lachen noch vergehen. Na, warte. Waterboarding. Geben Sie mir mal den Stock.
Den werde ich schon zum Schweigen bringen. Was? Sie brauchen einen Stock zum Gehen. Ruhe ist jetzt. Er mit dem Stock. Wieso? Muss ich von der Schusswaffe Gebrauch machen? Wieso? Herr Kollege, können Sie nicht lesen? Wir hatten den Schwachsinn wieder aufgehängt. Unser Vorgesetzter. Ja, Vorgesetzter. Der Herr General. Der wird mich auch noch kennenlernen. Hier bin auch immer ich Chef. Das glauben aber nur Sie, Herr Kollege. Ja, das werden wir schon sehen. So dürfen Sie mit unseren Gefangenen auch nicht umspielen. Sehen Sie das, was ich hier oben auf der Schulter habe? Ja. Ein Äffchen. Und sehen Sie, was ich hier in der Hand habe? Sowas habe ich auch. Ich verhöre hier. Ich bin hier der Chef. Und die Sterne sagen, dass... Er verhört sich. Ruhe! Herr Kollege, ich würde sagen, Frau Kollegin, gehen wir dabei Mittagessen. Ja, machen wir. Oh, ich bin schon hungrig. Ich freue mich schon auf einen Schwänzbraten. Okay. Ja, ich mich auch. Ich krieg doch auch was zu essen. Heute nicht. Aber nicht in 5 Sterne und nicht dumm. Was soll das? Ich hab doch überhaupt nichts getan. Jetzt komme ich wieder zu spät nach Haus. Noch? Oh, Schlecher! So eine Scheiße! Was soll das? Wann komme ich endlich frei? Also, das ist doch die Höhe. Ich habe nichts getan und werde einfach... Was ist hier los? Einfach... Mann, war ein Schweinsbraten heute gut. Ja, der war sehr gut. Und, haben Sie auch schon was gegessen heute? Lasst mich endlich frei! Also, er hat gegessen. Wo ist Ihr freundlicher Kollege? Ah, der hat heute schon, ist schon heute heimgegangen, zu seiner Familie. Leider müssen Sie mit mir begnügen. So eine Frechheit. Aber ich glaube, ich werde heute noch schlafen gehen, glaube ich. Das Essen war doch ein bisschen schwer im Magen. Ja, dann geht's halt! Aber ich muss ja den noch wen verhören heute. Ui, das wird noch eine lange, lange, lange Nacht werden. Oh je, und raus! Was machen wir mit ihm? Lasst mich doch raus hier! Ja, Sie kommen schon raus, aber zum Verhör. Ich hab nichts getan! Das sagen alle. Wir werden Sie schon weit klopfen. Ich bin kein Schnitzel! Ja. Jetzt rennen Sie noch. Aber dann, wenn Sie in Verhörung sind, werden Sie uns kennenlernen. Genau. Ich kenne Sie ja gar nicht. Ja, Sie werden schon noch mehr Namen erfahren. Sie werden noch so weinen. Wieso? Das werden Sie schon drinnen sehen, wenn ich Sie verhöre. Haben Sie keine Ohren? Nein. Ja. Dann werden wir Sie mal rausholen hier. Könnte ich etwa auf die Toilette gehen? Na, wir haben hier kein Klo. Was ist denn das da drüben, ha? Das ist zur Ziele. Aber nicht für Gefangene. Da drüben muss irgendwo ein Topf stehen, da können Sie reinmachen. Lasst mich raus hier! Sie kommen schon raus! Wie oft sind Sie, haben Sie einen Sprachfehler, wenn Sie mal alles wiederholen? Ein kaputtes Tonband ist ja noch... Verdammt, und zugenäht! Lasst mich raus! Wir werden ihn zum Verhör bringen. Natürlich, er ist schon bei uns. Freilich, ja, also Entschuldigung, dass ich mich noch nicht gemeldet habe. Ja, natürlich, selbstverständlich, natürlich. Ja, keine Angst, wir werden ganz, ganz nett behandeln. Freilich, ist doch was wirklich. Wir haben noch niemanden geschlagen oder gefoltert. Wir noch nicht. Wird jemand? Jawohl, Herr Kommandant. Ja. Okay, gut dann. Danke, auf Wiedersehen. Was will der wieder von mir? Wir werden verhören, so wie wir immer verhören. Waterboarding zum Bleistift. Daumenschrauben haben wir hier. Was haben wir noch? Schöne Spritzen zum Rehen zu bringen. Spanische Stiefel zum Beispiel. Zum Beispiel. Was hätten wir noch?
Dreckbank hätten wir auch noch. Ganz was Feines, ganz was Feines. Und wir haben auch noch hier, ja, wir werden ihr Salz auf die Füße streuen, dass dann eine Kuh lecken kann, dass sie lachen. Sie werden sehen, es wird einfach ein Vergnügen werden, dieses Verhör. Ganz, ganz einfach. Sie brauchen nur sagen, was wir wissen wollen und sie können gehen. Ich will meinen Anwalt. Wir haben hier kein Telefon. Sie sind hier in einem ganz abgeschiedenen Ort. Ja, ja. Mit wem haben Sie denn früher telefoniert? Ach, mit meiner Frau habe ich geredet. Sie hat ein Essen vorbereitet. Ja, wenn Sie keinen Empfang haben. Ach so? Was soll das wieder heißen? Frau Kollegin, mir einen Stock bitte. Bitte schön. Einen Spazierstock. Ja. Herein. Sie werden den Knüppel noch kennenlernen. Das kann ich Ihnen sagen. Brauchen Sie einen Sack dazu? Ich habe ja selber einen Knüppel in der Hose. So, so. Wortgewandt sind Sie ja. Sie brauchen eine Soße. Sie werden uns noch kennenlernen. Warten Sie einmal ab, bis Sie hier in Verwirrung sind. Reden Sie mir nicht ins Wort. Wieso? Oh Mann, das wird eine harte Nacht werden. Haben Sie überhaupt Wörter gefrühstückt? Na bravo. Frau Kollegin, das wird eine harte Nacht werden. Ja, heute schon. Kaffee. Heute schon, ja. Und das nicht wenig. Soll ich einen holen gehen? Bitte. Eine Fee wollen Sie holen gehen. Oh, meine Luft, die Luft ist da für die Lungen auch nicht gut. Ich brauche wieder eine Zigarre. Na gut. Lass mich bitte nicht wieder allein. Sie haben noch ein wunderschönes Hotelzimmer hier. 5 Sterne. Mit allem, was Sie brauchen. 5 Sterne superior sogar. Entschuldigung, bitteschön, hier Kaffee. Oh, danke. Frau Kollegin, ich glaube, wir werden jetzt mit dem Verhör beginnen. Ich brauche den Schlüssel und den Türgriff, bitte. Oder wollen Sie aufsperren? Von mir raus. Bitte. Ich muss Sie da mit dem bewachen, weil das ist ein ganz harter Junge. Was der alles am Kerbholz hat, kommen Sie. Ja. Ich habe noch gar nichts getan. Nein. Ich mache wieder zu. Du gehst jetzt mit rein? Ja. So, da hersetzen. Ah, naja, geht ja noch. Geht doch. So schaut der Verbrecher von heute aus. Schon so jung und schon so viel am Kerbholz? Ich hab doch gar kein Holz dabei. So schaut der Verbrecher von heute aus. Tschutschu. So. Ich hab nichts getan. So jung und schon so viel am Kerbholz. Was für Holz braucht Sie? Ja, jetzt werde ich Ihnen einmal zeigen, was hier alles angelastet wird. Und dann werden wir weitersehen. Welchen Lastauftritt brauchen Sie? Reden Sie nicht ins Wort. Frau Kollegin. Ich komme. Die Unterlagen bitte. Bitte schön, Herr Kollege. Danke. So. Ja. So. Was soll das? Ich glaube, wir müssen Sie fixieren hier auf dem Sessel. Das ist mein Werkzeug. Ja. Nehmen wir einen Dent oder was? Was? Ich heiße gar nicht René. Wie Sie heißen diesmal? Woher? Ja, da steht hier alles schwarz auf weiß drinnen, was Sie hier angestellt haben. Und was ich kann Sie zum Reden bringen. Was haben Sie angestellt? Nicht mit mir hier! Mit wem denn sonst? Jetzt sind Sie noch so. Aber Sie werden noch zahm werden, wenn ich Sie durch die Mangel gedreht habe. Was? Sie haben eine Angel gedreht? Hier haben wir den ersten Namen. Jack, der Gambler. Was sagen Sie dazu? Kennen Sie ihn? Wer soll das sein, bitte? Ist einer von den Sektenmitgliedern. Also Sie brauchen Insekten? Zweiter Name, Bin Nidal. Kennen Sie den? Wer ist egal? Der hat auch genug am Camp. Die müssen Sie doch kennen. Sie waren ja selber in der Organisation drinnen. Wen meinen Sie denn? Hören Sie damit auf. Gestehen Sie. Machen Sie Ihr Herz leichter. Ich soll stehen. Sitzen. Brauchen Sie und einen gestehen. Stuhl? Gestehen. Sind Sie schwerhörig? Brauchen Sie einen Stuhl? Ich nicht, aber Sie werden noch viel mehr brauchen.
Ausdauer. Was soll man hier, Clara? Wie fühlt sie sich hier auf? Wieso? Frau Kollegin, ich glaube, wir müssen ihn fesseln. Es hilft nichts. Ich komme, Herr Kollege. So, wir werden ihn fixieren. Das ist kein Zustand, was hier abgeht. Okay. Steht sie auf? Wieso? Aufstehen! Keine Lust. Soll ich Ihnen helfen, oder was? Nein. Bleiben Sie. Aufstehen. Aufstehen. Wissen Sie, was das ist? Ein Nudelholz. Ja, Mann. Bewegen Sie sich. Mann, die Fesseln sind zu klein, das sind viele Füße. Schulscheiß! Was macht er jetzt? Wenn er. Nur die Hände, nicht die Füße. Braucht ihr Gemüse? Mann, so, wir haben so die Gemüse. Nein, nimm mal die. Nimm mal die für die Füße. Das geht mehr. Ach so, die. Wir sind nicht fertig mit dem Feuerwehr. Ich habe nichts getan. Ihr wird angelastet. Schwere Körperverletzung, hä? Missbrauch, Drogenhandel, Drogenmissbrauch, eine unerlaubte Organisation gegründet zu haben. Genau. Das wird Ihnen angelastet hier. Haben Sie ja Folien? Nein, Sie? Wieso? Haben Sie in der Witzkiste geschlafen, oder was, dass Sie so mit mir reden? Ich habe gar keine Witzkiste. Das sind Sterne. Ich bin mit Respekt zu behandeln hier. Sie haben Sterne vom Himmel geklaut. Mann, das wird immer schöner wird das da hier. Dann gehen wir weiter im Protokoll. Brauchen Sie einen Vorraum? Damit Sie Ihr Wohnzimmer verschönern können. Familienname Magnus, haben Sie den gehört? Wer soll das sein, bitte? Oder, ganz wichtig, wenn der lieber da ja, wenn so. Oh, ganz neuer. Dr. Gray Simon. Wer ist so grau gezeichnet? Oder, oh, Winter Klaus. Das ist ja viel zu kalt. Das gibt's nicht, dass Sie diesen Namen noch nicht gehört haben. Welchen? Dr. Bangolini? Nein, er heißt Bangolini. Frau Kollegin, ich habe Rechtschreibung gelernt und ich weiß, wie man es liest. Meine Brille habe ich auch auf. Also bitte, fallen Sie mir nicht ins Wort, wenn ich hier ein schönes Gespräch mit diesem Mann führe. Heißen Sie nicht Fettuccini? Ich nicht, aber der da drinnen. John Doe? Seit wann? Oder Grenzstein Siegfried? Ja. Okay. Guten Abend, meine Kollegen. Was gibt es hier? Ein Verhör. Ja, ist das Verhör noch nicht zu Ende? Nein, ich habe gerade erst angefangen. Sie haben mir früher am Telefon versprochen, Sie würden das Verhör relativ schnell machen und damit wir dann Abend gemeinsam zur Firmenfeier gehen können. Schnell? Ach, es dauert erst 2 Stunden, das Verhör. Sind Sie sich sicher? Ja. Oh, ja, das ist noch gar nichts. Ich bin erst warm gelaufen. Welche Ergebnisse haben Sie, Herr Kollege und Frau Kollegin? Er will nicht gestehen. Ja, er will nicht gestehen. Versuchen Sie ihn doch weich zu kochen. Drohen Sie ihm irgendwie, ich weiß nicht, mit Kaffeeentzug oder was?
Ich werde die Heizung aufdrehen. Wir haben ihn noch gar nichts gegeben. Kein Kaffee, hier steht nichts. Ja. Nicht einmal ein Wasser. Vielleicht ist das auch die Schuld. Bringen Sie ihm doch eins. Oder lassen Sie ihn trinken. Er kennt keinen von diesen Namen. Das gibt's nicht. Das kann nicht sein, dass er diese Namen kennt. Das kann doch nicht sein. Michelle Kroft sollte ja zumindest das kennen. Ja. Wir kennen sogar Sie. Ist das eine Schauspielerin? Nein, das ist nicht die Lara Kroft, sondern die Michelle Kroft. Dann. Vielleicht erkennen Sie ja doch irgendwen. Oder haben diesen Namen gehört. Sie kenne ich. Cheese Bobby. Haben Sie diesen Namen gehört? Einen Käse Bobby? Das ist der Chef, einer der gefürchtetsten Leute. Das ist der Guru, den sollten Sie kennen. Sie haben selbst mit ihm zu tun gehabt. Hat er Sie nicht rekrutiert? Wer soll das sein, bitte? Bei der Firma Samut und Snell, beziehungsweise Samut und Kinnick. Oder Thompson Mario. Ist das eine Computerfirma? Kennen Sie den Namen Thompson Mario nicht, wenn Sie selbst so heißen? Über Sie haben wir ein ziemlich dickes Dossier. Oh, ja. Einige Seiten. Was, Sie brauchen eine Dose? Nein, ein richtiges Dossier. Abstellen einer verdächtigen Tasche, Mitgliedschaft einer kriminellen Organisation. Genau. Rucksack, hat eine verdächtige Tasche bei der Bibliothek abgestellt. Ja. Und dann das Bettel gesucht. Einfach davonlaufen, super. Damit die Kunden nur... Nach bisherigen Erkenntnissen der verbotenen Organisation Belimar beigetreten. Sie, genau Sie. Hat so unschuldig geschaut. Ja, genau. Was sagen Sie dazu? Wieso soll ich einer Organisation beigetreten sein? Sind Sie vielleicht durstig? Warum husten Sie? Haben Sie etwa Angst? Wieso? Nicht? Ich habe nur einen kalten Hals. Ich gehe einen Kaffee trinken, Kollegen. Ja, mach tun Sie das. Wiedersehen. Ja, wiedersehen. Viel Spaß. Also, dann erzählen Sie noch einmal, wie hier alles zustande gekommen ist. Wie sind Sie zu dieser Organisation gekommen? Sie sind ja in Wien gewesen. Wie sind Sie hier reingerutscht? Wien. Das möchte ich jetzt wissen. Wo haben Sie den Boss kennengelernt? Welchen Was Boss? Und wie und wo? Welchen Boss? Tun Sie nicht so... Sie haben ein SMS gekriegt. Frau Kollegin, kommen Sie bitte mal. So, jetzt sind wir dann alleine. Aha. Sie haben Ihren Ausweis vergessen. Ja, ja. Wenn ich so das einmal sehe. Also Sie erzählen mir einfach die Geschichte nochmal von vorne. Wir haben ewig Zeit, 24 Stunden, Tag und Nacht, dass ich Sie verhören kann. Sie erzählen mir einfach, wie Sie und wo Sie den Boss das erste Mal gesehen haben, wie Sie hier in England sind in dieser Sekte. Erleichtern Sie einfach Ihr Herz. Sein Gewissen soll er gefälligst erleichtern. Ja, genau. Und Sie werden sehen. Und die Sektenopferung auch nicht zu vergessen. Ja, genau. Sie haben ja noch die. Ich habe keine Insekten geopfert. Nicht die Sekten, Sie haben Ihre Freundin geopfert. Ja. Eine Dolch haben Sie, mit Fingerabdrücken haben wir. Das ist ja der Ebenzugs verschicken, die ganzen Sachen. Fingerabdrücke waren oben, Blutspuren waren oben. Also. Aha, und jetzt einmal schwenken Sie. Und, Herr Kollege. Na, Herr Kollege, Ihr Kaffee ist schon fertig. Einen Moment, Frau Kollegin. Bleiben Sie bitte kurz hier. Etwas ist noch zu sagen. DNA-Spuren habe ich früher gerade im Internet gesehen, sind auch sichergestellt worden. Ja, bitte. Nicht nur vom Opfer, sondern auch vom Täter. Ich sage, so unschuldig. So unschuldig so sogar. So ein unschuldiges Gesicht wie er. Als wenn er kein Messer drüben könnte. Ich sage, die Täter werden immer jünger. Klopfen Sie bitte nicht so auf den Tisch, das ist Staatseigentum. Mir wurscht, ich muss Ihnen eh nicht zahlen. Aber es wird Ihnen von Ihrem Salär abgezogen. Ja, das werden wir noch sehen. Ich habe hier das Sagen, ich bin der Offizier. Na, muss er. Komm, wir gehen. Ist in Ordnung, Frau Kollegin. Lassen wir die beiden alleine. Vielleicht Schließen kommt ja da etwas Tür los. Hinter Na, wiedersehen. Auf Wiedersehen, die Herren. Tür zu, es zieht. Der Gefangene hat kalt. Wir können ja die Klimaanlage noch einstellen. Auf 40 Grad bitte. Minus.
Also jetzt ganz ruhig und noch mal ganz von vorne. Ganz von vorne nochmal. Sie heißen Mario Thompson. Ist das richtig? Ich bin keine Gazelle. Sie heißen Thompson. Antworten Sie gefälligst auf meine Fragen. Sonst wäre ich Renitent. Was Sie brauchen, Renny? Ich möchte endlich heim, gestehen Sie doch bitte endlich! Was soll ich denn? Was soll ich denn gestehen, wenn ich nichts getan habe? Noch einmal. Wo haben Sie den Chef kennengelernt? Frau Kollegin, ja? Thompson Mario. Wir müssen mal nachschauen, was jetzt mit den beiden hier los ist. Ja, warten wir, Herr Kollege. Der Doktor hat doch Wasser vor dem anwenden müssen, habe ich das Hallo, gesagt. Herr Kollege. Hallo, Herr Kollege. Und ich Sie übernehmen, er bringt mich zur Verzweiflung. Warum? Warum springt er sich zur Verzweiflung? Der will nicht gestehen. Warum, will nicht sagen. Sie, warum wollen Sie uns Ihren Mitstreiter nicht nennen? Ich kenne niemanden. Sie haben beim Ritual mitgemacht. Ja. Herr Kollege, machen wir das anders. Legen wir ihm doch die einzelnen Akten vor, wie wäre denn das? Vielleicht erkennt er doch jemanden. Ja, nur noch dazu. Da müssen Sie laut Ja sagen, wenn Sie mich kennen. Wenn Sie ihn erkennen, sagen Sie bitte laut und deutlich Ja. Nein. 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 Warum sagen Sie Nein, bevor ich Ihnen das Bild gezeigt habe? Schauen Sie es doch an, endlich. Lachen Sie uns nicht aus. Wir können auch anders. Ich verknüpfe mit dem Schnee. Sagen Sie denn? Nein! Nein! Was ist mit diesem hier? Was soll das sein? Ihr Mitstreiter! Er hat Ihnen geholfen, die Sektenopferung durchzuführen. Die Insektenopferung? Die Sektenopferung. Denken Sie nach. Genau! Denken Sie nach. Nein! Nein! Was heißt hier nein? Unsere Kollegin werden Sie doch sehen. Oh! Denn diese Akte haben wir nur als Jux hineingetan, damit wir sehen, ob Sie uns anlügen oder nicht. Also haben Sie bei den anderen vorher auch gelogen. Also alles, jedes Nein von Ihnen ist ein Ja. Jetzt wissen wir es. Sehr gut, Herr Kollege. Das machen Sie schon ganz gut. Also noch einmal von vorne. Ja, das gefällt mir auch. Nochmal von vorne. Er sagt zu jedem Ja und dann und ja. Und ja. Jedes Nein ist ein Ja für uns. Bei ihm schon, ja. Bitte. Nein. Also ein Ja, okay. Haben wir auch erkannt. Aber du musst lassen. Nein. Nein. Das gibt's nicht. Nein. Ich gehe mal die E-Mails checken. Vielleicht bist du von der Spur und sie haben irgendetwas gekauft. Ja, was, der Kollege? Jetzt ein Handy. Bitte? Handy checken. Was mit Handy? Handy checken. Nein, nicht Handy. Seine E-Mail ist ein Handy, sein Handy. Er hat ja kein Handy. Wir haben vorhin kein Handy gefunden. Ach so, okay. Deswegen werde ich jetzt mit der Spurensicherung kontaktieren. Nein. Ja. Ah, auf einmal. Gut zu wissen. Den haben wir mal. Nehmen wir raus. Und Herr Kollege, haben wir ihn jetzt? Ja. Gut. Yeah, ja, wir haben ihn. Ja, geht doch. Ja, jetzt haben wir ihn. Endlich. Nach drei Stunden, sagen Sie endlich, was Sie wissen. Endlich ein Ergebnis. Nach drei Stunden, endlich ein Ergebnis. Ja, genau, Herr Kollege. Komm, wir nehmen ihn und bringen ihn wieder in die Zelle zurück. Ja, wir haben ihn nicht rausgekriegt. Komm. Wenn ihr noch eine Schanze habt. Schanze? Ja. So? In der Blüte ist noch mal hin. Oh, jetzt hören Sie auf. Seid ihr mit? Da, halt, warte.
langsam. So. Viel Spaß in Ihrem Zimmer. So, kommen Sie, Herr Kollege, ich bin nicht schon zugesperrt. Morgen geht's dann weiter. Ja, was ist jetzt Winter, bitte? Sonst kommt er noch raus auch noch. Und auf Wiedersehen. Jetzt gehen wir Abendessen. Endlich komme ich zu meinem Abendessen und zu meiner Frau. Zeit wird's ja. Wiedersehen. Jetzt haben sie da drin das Licht brennen lassen. Was soll denn das? Der Strom ist eh so teuer und jetzt lassen sie mich im Sitzen schlafen. Nicht einmal ein Bett gibt's da. Das darf nicht wahr sein. Ich will endlich da raus. Alles auf unsere Kosten. Das darf doch nicht wahr sein. Also. Nein. Das darf einfach nicht wahr sein. Und schlafen. Wie soll man denn da im Sitzen schlafen? Das ist doch menschenunwürdig. Sehen Sie das nicht? Wir haben das vergessen ausschalten. Ja, warten Sie einen Moment. Dann werden wir es halt abdrehen, das Licht. Warten Sie mal in das Licht, so. Dankeschön. Nehmen wir ab. Kommen Sie mit, Herr Kollege. Na sowas. Da ist niemand. Und die Akten? Na ja, ist ja die Akten lassen wir liegen. Ja, passt. Aber schauen Sie, der schläft. Ja. Naja. Oje, oje, komm, wir gehen wieder. Ja. Lassen ihn schlafen. Gehen wir. Wiedersehen. Tschüss. Und wenn sie gleich wegfahren. Gestottert und gestammelt. Und ich bin zu schnell, oder? Ja, nein, zu schnell das nicht, aber das Problem ist, das mit dem Zoomen ist das Ärgerliche. Ich habe ja nichts getan. Ich glaube, wir müssen da weiter stehen. Warte mal, bleib einmal da stehen, damit ich die Größe vom Auto von da. Schauen wir mal. Warte mal, ich schaue nur einmal die Kameraeinstellung. Ja, so sieht man wenigstens den ganzen Bus drauf. Passt, und wenn ich dann umschwenke, dann birgst du ein und fertig. Ja, passt. Und Schnitt. So. Na, offen zulassen. Ja. So, ich sperre da aber nochmal zu. Ja. So.
muss ich aber noch einmal rausgehen jetzt. Hast du schon gefühlt, oder? Ja. So. So, Kamera läuft, Ton läuft und bitte. Kommen Sie. So, dann holen wir Sie mal hier raus. Kommen Sie. Genau. Philipp, und du, raus. Na endlich oder so irgendwas. Ja? Und du, na endlich. Na endlich. So, stopp, stopp. Aber da ich das jetzt einreden habe müssen, noch einmal. Okay, ja. Der Philipp muss das von selber sagen. Ja. Das darf doch nicht wahr sein. Das Licht haben Sie auch brennen vergessen im Verhörraum. Lassen und die der Strom ist eh so teuer und das Licht haben sie natürlich auch wieder brennen gelassen. Die haben so einen Vogel. Die Stromrechnungen sind eh so hoch. Frau Kollegin, bringen Sie die Unterlagen bitte. Hier bitte, Herr Kollege. Dankeschön. Und Luke knallst jetzt den Ordner um. So. Stopp. Jetzt müssen wir... Die zweite. Michi, sag mal was. Hallo! Was? Grüezi, wir tragen hier jetzt den verlorenen Sohn. Den verlorenen Sohn. Wir sind ungefähr 50 Leute hier versammelt. Ja. 1, 2, 3, 50, passt. 50. Ich bin der 50. Mann, durchgezählt. Nein, du bist der dritte Mann. Der dritte Mann. Da dann. Philipp. Ja. Hallo. Hallo. Ja. Und kleiner Einwurf noch dazwischen. Wenn du herkommen willst oder so, musst du erst umgehen und dann erst so auf der Seite vorbei. Was willst du sagen? Nein, weil ich gesagt habe wegen den Namen, dass sie sich ein bisschen einbringt. Was? Ja, dass sie mich mäßigen soll. So, Kamera läuft, Ton läuft, Licht aus und Action. Warte ein bisschen. Zuerst muss ich Kameralicht noch. So, das ist dann so ähnlich wie ein bisschen Horrorfilm. Jetzt so noch einmal schimpfen und sagen, dass das Licht brennt. Warte ein bisschen. Michi, schalte das einmal drin, Licht ein. Ach Gott, das wäre ein langer Tag. Und jetzt muss ich auch noch im Sitzen schlafen.